Die Herren des LTTC Rot-Weiß trafen am vergangenen Sonntag auf die des Bremer TC von 1912. 6 Einzel, 3 Doppel stehen natürlich wieder auf dem Programm in dem schönen Verein an der Hundekehle. Und auch wie an den vergangenen Spieltagen der zweiten Bundesliga herrscht hervorragendes Wetter, beste äußere Bedingungen. Der Tag verläuft für die Rot-Weißen jedoch eher holprig. Sebastian Rischig muss sich gegen den Spanier Eduard Esteve Lobato behaupten. Der Weltranglisten 395. spielt konstant gut und lässt Rischig nur wenig Chancen. Am Ende muss sich der Berliner deshalb in 2 Sätzen mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben. Und der Gegner hat sehr solide und ziemlich gut gespielt. Also hat wenig Fehler gemacht, hat mir auch kaum die Chance gegeben, was zu machen. Am Anfang, weil ich auch nervös war. Aber dann im zweiten wurde es dann besser. Da habe ich ein bisschen aggressiver spielen können. Und ja, ist leider 6-1, 6-2 ausgegangen. Erster Satz mal abhaken. Zweiter Satz war ein bisschen mehr drin, aber der war auch ziemlich solide, zu solide fast. Für Marcin Gavron sieht es schon ein wenig besser aus. Der Pole steht seinem Gegenüber, dem Niederländer Lennart van der Linden, in nichts nach. Das Match scheint ausgeglichen. Der erste Satz geht mit 6:4 an Gavron. Im zweiten läuft der Niederländer dann zu seiner vollen Form auf und gewinnt mit 6:1. Auch im Tiebreak lässt der Mann aus Holland nicht locker und gewinnt schließlich knapp mit 12:10. The super tiebreak is always very, very tough to play, and it's always very, very close. And I had a match point, he had a match point, and in the end I was maybe a little bit better, which I'm very happy for, because I think that makes a very difference in this whole match today. And but it was a good match overall. Lennart Soa sieht sich dem Niederländer Yannick Ebbinghaus gegenüber. Die Leistung der beiden bleibt über das Match hinaus konstant ausgeglichen, beide Sätze jedoch dann aber mit 6:3 und 6:3 an den Gast aus den Niederlanden. Ebbinghaus entscheidet also diese Partie für sich. Also wir haben ziemlich eng angefangen im ersten Satz, waren glaube ich 3 enge Spiele am Anfang und dann hat er mich leider bei 2-1 breaken können. Und es ist natürlich ein riesiger Vorteil, vor allem mit 9 Bällen. Und die letzten 2 Spiele, beide über Einstand gewesen, aber habe ich nicht machen können. Und so ist dann 3-6, 3-6 geworden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war ein okay Anfang für die Saison. Es ist noch viel Luft nach oben, aber so ist es manchmal im Sport, dass man es nicht schafft. Ja. Der Franzose Romain Johan befindet sich mit Juan Ignacio Galarza aus Argentinien auf dem Court. Johan fällt es ähnlich wie Soa schwer, sich einen Weg durch solides Spiel seines Gegners zu bahnen. Die Partie relativ klar, eindeutig 2:6 und 2:6. Ein weiterer Sieg also für den Bremer TC. Robert Strombach hat in den Einzelspielen den größten Erfolg zu verzeichnen. Gegen den Niederländer Colin van Beem gewinnt er souverän den ersten Satz und steckt im zweiten jedoch einen Rückschlag ein. Aber dann im Match-Tiebreak zeigt er wieder seine starke Seite und kann die Partie durch einen eigentlich vermeidbaren Fehler des Gegners für sich entscheiden. 6:4, 4:6 und 10:6. Ich fühle mich eigentlich ganz gut jetzt mit meinem Tennis. Deswegen habe ich auch gut angefangen, früh gebreakt, also im ersten Satz, glaube ich, gleich 2-1 in Führung gegangen mit meinem Aufschlag, dann 3-1 Aufschlag gehalten und so dann durchgespielt. Guter Aufschlag, viele Erste drin im Feld gewesen und im zweiten war dann ein bisschen unglücklich bei 4-5, da habe ich dann ein bisschen mich schlecht bewegt und dadurch auch ein paar Bälle am Rahmen getroffen und dann hat er halt das Spiel geholt und den Satz damit, also 6-4. Und im dritten habe ich dann einfach gefightet, jeden Punkt. Mich gepusht und damit ging es halt. Das Match zwischen Delph Gulke und Nick van der Meer ist eine klare Sache. Im ersten Satz überlässt der Niederländer Gulke nicht ein einziges Spiel. Im zweiten Satz sieht es ein wenig besser aus. Zumindest ein Spiel kann Delph Gulke für sich
notieren. Der Sieg für Berlin bleibt damit aber natürlich aus. Der Matchpunktestand nach den Einzelspielen 5:1 für den Bremer TC. Das Spiel also entschieden. And it was my first match for a new club, so that brings always a bit of tension. You want to show the people that you are really worth it, you know. So I definitely felt that, but that's why I was just focusing on moving well, good attitude, good energy, and hopefully the level then will come, and it did. So I'm very happy. And the score, it looked easy, but I know from experience that if my focus or my energy would be a little less, it can be a tough match, you know. So I did a good job with that, and I'm happy and proud. Yeah. Bei den Doppeln, naja, die Luft war so ein bisschen raus, aber sieht das denn ganz schon ein bisschen besser aus für die Männer vom LTTC Rot-Weiß? Sebastian Rischig und Marcin Gavron treffen auch Juan Ignacio Galarza und Lennart van der Linden. Die Zuschauer dürfen lange Ballwechsel mit schnellen Schlägen und ein dynamisches Spiel bestaunen. Und die vier schenken sich gar nichts. Mit 6:3 entscheiden die Rot-Weißen. Ersten Satz für dich, im zweiten verlieren sie dann aber knapp im Tiebreak 6:7. Und dann im Match-Tiebreak wird es nochmal richtig spannend und ganz lang. Es scheint alles möglich nach einem langen dritten Satz. Einem langen Match-Tiebreak, also können die beiden Berliner mit 17:15 dann doch auf einen verdienten Sieg blicken. Romain Johan und Dominik Schulz zeigen dann Eduard Esteve Lobato und Samuel Ribeiro Navarrete einen Court weiter, wo der Hammer hängt. Sie verzichten auf den Tiebreak, auf den Match-Tiebreak, spielen stark und gewinnen ihr Doppel in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Berlin. Berlin gewinnt in zwei Sätzen 6:4, 6:2. Robert Strombach und Lennart Soha sind im Doppel mit Nick van der Meer und Yannick Ebbinghaus konfrontiert. Das niederländische Duo lässt allerdings wenig Spielraum. Im ersten Satz überlassen sie den Berlinern 4 Spiele immerhin, geben danach aber zusätzlich Gas und beschließen den zweiten mit 6:2. Somit runden sie das Gesamtergebnis aus Bremer Sicht mit 6:3 ab. Der LTTC, ja, am Ende dann doch verdient unterlegen, diesmal also keinen Sieg für die Männer vom LTTC Rot-Weiß.